Ich lasse ein Mikro. So. Fast auf die Tasche getreten. Also, Entschuldigung, wenn ich kurz störe. Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Abend. Olli Schulz ist mein Name. Und ich bin heute Gast hier in Ihrer Altersresidenz. Ich möchte mich erstmal bedanken, dass ich heute hier sein darf. Wir drehen eine Sendung, die heißt Die Geschichte eines Abends. Und ich bin der Moderator, der durch den Abend heute führt. Und ich habe mir das selber ausgesucht, heute Abend hier mit Ihnen diesen Abend zu verbringen, weil ich mich gerade... Ich bin 46 geworden. Jetzt lachen Sie alle, ich weiß. Aber es ist ein Alter, wo mich das gerade interessiert. Und ich habe viele Fragen und vielleicht können Sie mir heute Abend ein paar Antworten geben. Und damit ich nicht ganz unsympathisch rüberkomme wie so ein Fernsehheini, habe ich Sekt für alle mitgebracht. Und der Sekt, das sagt man so in der Jugendsprache, der geht heute auf meinen Nacken, der Sekt. Mit anderen Worten, ups, da fällt auch glatt die Krücke um. Wegen dem Sekt jetzt, oder was? Gehhilfe! Entschuldigung. Sehen Sie, so schnell kann man sich unbeliebt machen. Also, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich hoffe, das Essen ist gut. Vielen Dank, dass Sie mich heute hier teilhaben lassen. Und danke, dass ich hier sein darf. Entschuldigen Sie bitte mit der Gehhilfe. Alles okay. Ja. Wir spielen ja nur die Karten. Ach so, wollen Sie einen Sekt haben? Nein, ich gebe einen aus. Es nützt nichts. Ich fahre Auto. Ach so. It's a long, long time. But if by chance that I do, would you be gone? Es ist doch so, man hat erstmal Respekt vor diesem Haus. Alt werden, das ist so ein verschwommener Bereich für mich. Und wenn ich ehrlich bin, wollte ich gar nicht so richtig wissen, wie das funktioniert, alt werden. Ich habe da immer einen großen Bogen drum gemacht. War eine Tabu-Ecke für mich. Ein Abend mit den Bewohnern hier trinken, Musik machen, zuhören. Vielleicht hilft mir das, das Älterwerden zu verstehen. Aber der Reihe nach. 18 Uhr, Foyer, Seniorenresidenz. Hier bin ich. Guten Tag. Hallo. Hallo, Herr Zielke. Olli Schulz ist mein Name. Ja, den habe ich heute schon mal. Haben Sie schon mal gehört, meinen Namen? Ich bin angekündigt worden, ja, oder? Ja, genau. Ja, ja. Und Sie sind Herr Reimer? Ja. Den Namen habe ich schon gehört. Ja, okay. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für mich heute. Wie ist das Wohlbefinden heute? Bestens, ja. Wie lange sind Sie schon hier? 10 Jahre und 5 Monate. So genau. 10 Jahre, 5 Monate. Und Sie, Herr Reimer? 6 Jahre. 6 Jahre schon. Knie und Treppe konnten sich nicht mehr vertragen. Ich muss nicht unbedingt einen Rollator innerhalb des Hauses, aber so wie ich draußen bin, ist das eine sichere Sache. Ja. Und sind Sie gebürtiger Hamburger? Nein, nein. Geboren bin ich auch in Hinterpommern. Rügenwalde Ostsee bei der Rügenwalder Teewurst. Bei der Rügenwalder Teewurst. Gab's die damals auch schon? Ja. Hallo, Sie sind, Sie sind Frau Jüchs. Frau Jüchs. Schöne große Schilder. Ich grüße Sie. Schön, dass ich heute hier sein darf. Ja. Mit Herrn Reimer und Herrn Zielke habe ich schon 2 sehr gute Partner für den Abend heute. Mir wurden noch 2 Damen versprochen. Frau Friedmann und Frau Stark. Frau Friedmann und Frau Stark. Oh, ich muss das mit den Namen hinkriegen. Das ist mir ganz gut. Frau Friedmann und Frau Stark. Ich gehe jetzt mal weiter. Ich werde hier noch rumgeführt. Bis gleich. So. Wissen Sie, was ich so überlegt habe? Ich weiß nicht, wie das ist. Ich war als Kind der Klassenclown. Bleibt man das eigentlich sein Leben lang? Gibt es auch bei älteren Leuten das Gefühl, dass man denkt, das ist immer noch der, der früher auch in der Klasse am meisten gequatscht hat? Ich glaube, der Charakter bleibt bis zum Schluss, egal welche Krankheit ist. Ja. Aber die Charakterzüge, die man immer hatte, die bleiben, die kommen immer durch. Ja. Und wenn man mal Klassenclown war und einen kleinen Schalk im Nacken hat oder hatte, dann hat man ihn auch im Alter. Das ist ganz gut so. Ich glaube auch, dass es ganz gut ist. Oh Gott, das bin ja ich. Hallo,
Ich begrüße euch zu unserem ersten Plattenshop. Ich will euch hier immer neue Platten vorstellen und neue Videos. Fangen wir gleich an mit der ersten Maxi-Single. Die Beastie Boys. Gute Platte. Tja, genauso ein Klassenclown war ich wohl schon immer. Gucken Sie sich mal diesen Unfug an. Fand meine Mutter neulich auf einer VHS-Kassette und hat es mir gezeigt. Die hat das alles aufbewahrt. Und jetzt stellen Sie sich mal jemanden wie mich später in einer Seniorenresidenz vor. Wie soll das funktionieren? Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. So, hier kommen Medikamente. Oder was ist das? Abendbrot. Und das Abendbrot. Abendbrot und Medikamente, genau. Wie lange wohnt Frau Friedmann schon hier ungefähr, wissen Sie es? Ich komme von der Staatsoperation. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, ich bin Olli Schulz. Ich bin die große Überraschung. Ich ahne das, ja. Ich grüße Sie, aber hallo. Sie passen wenigstens durch die aber Tür so noch gerade. Aber so gerade eben. Ja. Darf ich kurz reinkommen? Ja, hallo, schönen guten Tag. Mein Partner verabschiedet sich gerade. Olli Schulz, mein Name, ich grüße Sie. Sie wohnen auch hier? Nein, aber bei mir, aber mal auch hier. Alles klar, okay, alles klar. Zwei Wohnungen. Ja. Wollen wir kurz reingehen? Ja, bitte, kommen Sie rein. Frau Friedmann, wie lange wohnen Sie schon hier? 6 Jahre. 6 Jahre? Ja. Wollen wir uns kurz setzen? Ja, natürlich. Bitte. Also, tschüss, mein Schatz. Tschüss, mach's gut. Ich bin 46 geworden vor ein paar Tagen. Ich weiß das inzwischen alles, weil natürlich googelt man dann mal. Ach, ich kenne Sie also sehr viel besser, als Sie mich natürlich jetzt kennen. Das ist das Problem in der Öffentlichkeit. Ja. Ist es so, man geht einmal auf Google und dann weiß man alles natürlich, über die Person. Ja. Ist das gut oder schlecht? Also für mich ist es schon gut. Man kann sich die Welt so hier reinholen. Wir sind ja auch nicht mehr so beweglich, dass wir jetzt überall hin sausen, wo wir was gucken, sehen, hören möchten, sondern die Welt kommt ja so ein bisschen zu uns ins Haus. Und Sie haben einen Computer? Ja. Und benutzen den? Durch meinen Mann. Als er die Firma verließ, hat er den Computer mitgenommen. Ihr Mann ist gestorben? Ja. Sonst wäre ich nicht hier. Und das war auch der Grund, weshalb wir hierher gekommen sind. Ja. Mein Mann war auch so ein Typ, der gesagt hat, mich kriegst du da nie rein in so ein Haus. Aber die Umstände haben es anders gewollt. Ich hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und wir wussten, dass es nicht mehr lange dauern würde. Ja. Und dann sind wir hier eingezogen am 14. Februar und am 26. März ist mein Mann gestorben. Er hat hier also noch mit einem Monat gelebt. Ja, es war also eine wirklich letzte Eisenbahn, nicht? Das noch zusammen zu machen. Dieses tiefe Loch, in das man fällt, wenn man 50 Jahre verheiratet war, und er wird dann aus dem Leben gerissen. Dann kommt ja eine Phase, die einem erst nach einer gewissen Zeit, das kann ein Jahr dauern oder länger, so richtig zum Bewusstsein bringen, was das bedeutet, plötzlich alleine zu sein. Liebe ist in jedem Alter ein Motor, der alles leichter, besser, schöner erscheinen lässt. Ich hatte das Glück und ich muss wirklich sagen, das große Glück, hier in diesem Hause einen Menschen kennenzulernen. Ich hatte niemanden gesucht, der ist einfach da gewesen. Wir haben uns gefunden, denn wir haben ja nicht mehr viel Zeit. Das kann morgen, das kann übermorgen zu Ende sein. Und worauf sollen wir warten, wenn wir wissen, dass das stimmt? Und das Leben dann einfach unglaublich schön ist. Kennen Sie die Frau Stark? Natürlich. Da schläft sie noch. Inge! Ich höre sie. Taps, hallo. Taps. Aha. Ich grüße Sie. 1, 2. Kommen Sie ran. Die fröhlichen 3. Frau Stark, Olli Schulz ist mein Name. Ich grüße Sie. Herr Schulz. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen heute Abend für mich. Gehört habe ich ja schon viel. Haben Sie? Ja, hoffentlich nur Gutes. Trinken Sie noch einen Sekt? Ja, klar. Darfst du auch?
Wir sind die alte Trinker hier. Ist auch nicht gesund, damit irgendwann aufzuhören. Ja, also sind, nein, es stimmt aber nicht so ganz. Also, ja, also so, aber sie, Inge kann es gut vertragen. Wir trinken so gern in Gemeinschaft mal. Ja. Allein schmeckt es. Ja. Kennen Sie Herrn Zielke und Herrn Reimer, mit denen wir ja, zusammen... Ja, kennen wir auch. Kennen wir. Meinen Sie, kommen wir mit den beiden aus heute Abend zu viert? Ist das eine gute Runde? Also Herr Reimer ist sehr mitteilsam. Ja. Den müssen Sie etwas stoppen manchmal. Am besten immer aber so ein Brötchen. Er ist wie eine Explosion. Es muss raus, was er erzählt. Und es ist interessant, ein bisschen laut. Da wurde Ihr Tontechniker gefragt, kommen Sie mit der Sprache klar? Das wird also hinkriegen. Wir sind Profis beim NDR. Also, ich glaube, wir gehen jetzt was Leckeres essen, oder? Ja. Ich muss mal meine Hand. Ich hab auch meine eigene Geschwindigkeit. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Also, ich lasse mich hier auch nicht mehr hetzen. Was für ein lockerer, kecker, kesser Mensch, schlagfertig bis zum geht nicht mehr. Und da habe ich mich nur gefragt, was will der mit uns Alten? Wie soll das ablaufen? Herr Zicke, Herr Reimer, die Damen sind Hallo. Da. Sie kennen sich alle untereinander, oder? Ja, ja, klar. Soll ich Ihnen helfen, oder geht das? Das geht noch. Es geht noch. Aber hallo. Dann sage ich mal, lassen wir den Abend beginnen. Ich habe das Gefühl, dass er ein bisschen fahrig ist. Ich mache einfach mal so kurz. Hallo, schönen guten Abend. Schulz, so, wir essen auch hier. Heute ist Dämmershoppen. Ist hier nur einmal im Monat. Wein, Knödel mit Pfifferling, ein Pianospieler, nicht der übliche Standard. Ich bin kein großer Redner, ich bin mehr ein Zuhörer. Und ich sehe alles, meine Augen sind überall. Aber sonst bin ich wirklich ein bisschen schüchtern. Es kann sein, dass ich auch mal schüchtern bin und so, aber wenn ich überzeugt bin, dann sage ich auch, was ich möchte. In meinem Alter ist man da sehr großzügig. Wer mich nicht mag, der soll, dann ist es halt so. Oh, jetzt kommt der Sekt. Erstmal das Glas erheben. Schön, dass Sie hier sind. Ich freue mich total. Ebenfalls. Prost. Auf einen schönen Abend. Ja. Frau Stark. Einen schönen Abend. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Gibt es irgendwas, Frau Friedmann, wenn Sie so jetzt so die jungen Menschen sehen oder irgendwas aus dieser Zeit? Weil es ist nun mal, in den letzten 20 Jahren hat sich die Welt so stark verändert. Computer, alles, die Geschwindigkeit. Und das ist auch ein Grund, warum ich heute Abend hier bin. Ich finde, durch die Geschwindigkeit und diesen Druck, die diese Gesellschaft jetzt gerade hat, junge Leute auch, verweilt man kaum noch in einem Augenblick. Und jeden älteren Menschen, den ich kennengelernt habe, sagt mir, das Schönste ist es, den Augenblick im Leben zu genießen. Ja. Also wir sehen das ja an unseren Kindern, wie anders deren Berufsleben läuft als unseres. Ich habe auch gearbeitet, sogar mehr Tage als sie heute, also an Stundenzahl. Der Sonnabend war noch dabei, aber es war die Schnelligkeit, dieses Hektische, das war nicht dabei. Aber hat man dann Mitleid oder Unverständnis? Wie reagiert man das darauf? Das eher Unverständnis, dass die gar nicht mehr miteinander reden. Es entgeht ihnen vieles, indem sie sich in der U-Bahn, ist es ja so, wenn da sechs sitzen, fünf haben ja dieses Ding da vor der Nase. Ne? Aber kein Gespräch mit den Mitmenschen. Das hat es früher mal gegeben. Da konnte man sich auch mal in der U-Bahn unterhalten. Gab es damals, als Sie noch jung waren, auch ältere Menschen, die über ihre Jugend geflucht haben und gesagt haben, früher war alles besser? Ist das nicht ein grundsätzliches? Es war nicht. Ich will nicht besser. Ich will nicht sagen, dass es besser war. Es war leichter. Nicht besser. Aber es war leichter zu leben. Durch diese viele Technik ist es so komplizierter geworden. Ja, es ist unser Leben ganz anders. Ja. Weil man jeden Tag genießt, jeden Morgen, ich jedenfalls. Ich bin froh, wenn ich morgens aufstehen darf, einigermaßen gesund bin
und meinen Tag angehen kann. Ja. Du machst so, das so wie Peter Ustinov, ja, der gesagt hat, ich gucke morgens als erstes in die Zeitung, gucke mir die Todesanzeigen an. Und wenn ich nicht dabei bin, dann stehe ich auf. Wenn ich noch einmal jung wäre, würde ich mich freuen, also eine bessere Schulbildung zu haben. Ich habe ja im Krieg die Schule besucht. An Studium oder an sowas oder war gar nicht zu denken. Die können sich gar keine Vorstellung machen, wie das früher war. Und plötzlich ein junger Mensch nicht mehr aus dem Krieg nach Hause kam. Ja, sie wollen es ja auch gar nicht hören. Teilweise interessiert es sie überhaupt nicht, wenn immer wieder von der alten Generation vom Krieg angefangen wird, wenn es das Hauptthema ist. Aber es war eben deren Hauptzeit, ihre Jugend, die sie nicht erleben durften. Wenn ich an den Zweiten Weltkrieg denke, ich war nie freiwillig Soldat, ob ich wollte oder nicht. Ich musste Soldat sein. Und ab 14 Jahren war ich nicht mehr im Elternhaus. Da musste ich immer bei fremden Leuten arbeiten, arbeiten, arbeiten. Junge Menschen haben heute eine wunderbare Zukunft. Meine Jugend hat bei mir gestohlen. Und wenn ich sehe heute junge Leute, denen geht es gut. Aber auf der anderen Seite sind sie aber auch fast überfordert. Was ich jetzt jüngeren Menschen aus meiner Lebenserfahrung an Hand geben möchte, dass man das, was man momentan macht, also das Jetzt zu leben, nicht immer in die Zukunft zu denken und auch nicht immer in die Vergangenheit, die stört meistens im Jetzt. Das sehe ich bei Ihnen allen Vieren hier am Tisch, in Ihren Augen. Sie wirken alle noch total rüstig und fit, wenn ich das so sagen darf, für ja, Ihr hohes Alter. Machen Sie alle noch Sport? Ja. Ja, machen Sie noch Sport? Ja. Oder naja, Sie nicht mehr. Haben Sie früher viel Sport gemacht? Nein, habe ich gar keine Zeit dazu gehabt. Haben Sie Ihr Leben lang nicht viel? Das würde mir sehr viel Mut geben, weil ich mache nie Sport. Und ich rauche leider noch. Hat jemand von Ihnen geraucht? Hat jemand geraucht von Ihnen? Nein, gepafft mal. Das ist zum Beispiel, keiner von Ihnen hat Zigaretten geraucht, oder? Nein. Ihr ganzes Leben? Mal versucht. Jemand von Ihnen mal große Krankheiten gehabt, alle? Oder? Na ja, ich habe Lymphdrüsenkrebs. Oh Gott. Ja, und da habe ich den Chemotherapie gehabt. Wie lange ist das her? Vergangenes Jahr, 18. Wir sind jetzt schon 19. Und da habe ich das in 4-mal gemacht, immer mit Unterbrechung. Bestrahlung? Und dann hat man mir auch gesagt, wenn es so war, ich könnte auch mit 4 Chemo, habe ich abgebrochen, absolut, auch mit Medikamenten. Also es ist, Sie haben die Chemo abgebrochen? Ja, vollkommen abgebrochen. Allerdings habe ich dann gefragt, wenn ich nichts mache, da hat er gesagt, es könnte sein, dass ich in ein paar Monaten die Augen schließe. Aber das hat so gewirkt, ich bin von Tag zu Tag, ich habe keine Schmerzen gehabt und ich, heute wo ich 98 werde, bin ich krank. Ich bin vollkommen gesund. Zur Entspannung gucke ich gerne Filme, sei es das Wald oder Berge oder Seen und so weiter. Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you.
dabei entspanne ich mich. I don't know where to begin. Ich gehe gerne in den Wald und beobachte die Natur, was da aus der Erde so rauskommt. Wie viele verschiedene Pflanzen. Ab und zu steht mal eine Bank, dann setze ich mich dahin und dann überlege ich, ach, eigentlich, ich habe keine Angst. Madagaskar ist eine der größten Inseln der Erde und eine der ältesten. Mir kann es gar nicht besser gehen. Was kommen denn bei Ihnen jetzt für Gefühle auf, wenn Sie diese Geschichten hören? Sie sind auf der halben Strecke jetzt, wie Sie sagen. Wenn ich Glück habe, bin ich auf der halben Strecke. Genießen Sie es oder haben Sie das Gefühl, wie gut konnten wir aufwachsen gegenüber dieser Generation? Oder ist das gar kein Gedanke? Es ist eine Sache, die mich sehr interessiert. Ich bin bei meinen Urgroßeltern groß geworden, die ersten 9 Jahre meines Lebens, da meine Mutter mich sehr jung bekommen hat. Und ihr Leben selber, also noch in der Ausbildung war und alles, war ich bei meinen Nicht-Großeltern, Urgroßeltern. Ich bin also die ersten Jahre meines Lebens mit sehr vielen alten Menschen groß geworden. Und deswegen beschäftigt mich das Altwerden immer und auch das Verständnis für das ganze Leben. Und deswegen habe ich mir das gewünscht, einfach mal mit Menschen einem gewissen Alter einen Abend zu verbringen. Es ist ja, jeder empfindet das ja unterschiedlich. Was ist das Alter? Wann fängt das an? Also im Grunde ist es so, dass das Altern mit der Geburt beginnt. Ja, ist ja so. Vom ersten Tag an geht es. Und diese Einteilung in Blütezeit, in Hochzeit, in Alter, die gibt es eigentlich nicht bei den Gerontologen. Das ist eine fließende Linie. Ist egal. Ja, ne? Da ändert sich doch nichts. Ja, doch. Ob man 70 oder 71. Ach, nein, da ändert sich nichts. Aber je älter man wird, der Körper verändert sich. Genau, der Körper. Sind Sie, in meinem Wehrpass steht Größe 1,72. Ja. Und heute kann ich höchstens 1,68 sein. Ich auch. Ja. Ich auch. Also 5 cm. Ja. 5 cm. Ja. Irgendwie, es wird alles anders. Ja. Ich muss denken, Mensch, was hast du früher für Arme gehabt? Ja. Und wenn ich jetzt gucke. Das ist aber alles wabbelig. Ja. Ja. Ja, keine Ärmchen, nicht alles. Aber ich meine, Sie machen ja gar keinen Sport mit, ne? Nein. Ich gehe zum Beispiel immer ins Wassergymnastik. Ja. Montags morgens. Ja. Auch das ist schön. Das glaube ich. Eine halbe Stunde. Ich fühle mich nicht wie 90, wie ich früher mal gedacht habe, wie 90-Jährige sich fühlen müssten. Also ich fühle mich nicht anders als mit 80. Ich habe immer gedacht, mit 90 ist das Leben sowieso schon vorbei. Also, wenn man jetzt so alt ist, kann man das als Glück bezeichnen, wenn man zufrieden ist? Das Leben, das ging so dahin und war wunderschön. Mit Kindern und was man da so erlebt hat. Alles war sehr schön und harmonisch. Ich möchte den Moment einfach festhalten. Daraus ist das Fotografieren entstanden, um sich im Alter, jetzt muss ich lachen, ich bin da ja drin, wieder richtig lebendig machen zu können.
das Leben hat sich verändert. Genauso wie der Körper sich verändert hat. Ich hatte früher Arme, da haben sie immer gemeint, ich wäre Boxer. Heute habe ich Ärmchen. Wenn ich das alles rausnehme, dann muss ich schon so machen. Und dann kann ich noch etwas verstehen, aber sonst ist das nichts mehr. Was ich kann, kann ich. Was ich nicht mehr kann, muss ich machen lassen. Ganz einfach. Wissen Sie, im Grunde ist es ja hier eine Wartestation. Ne? So bezeichnen einige das auch. Wartestation, ja, Endstation. So ist es doch. Aber eine schöne Endstation. So, das ist das Einzige, was ich halbwegs kann, Lieder singen und Lieder schreiben. Ich wollte mal ganz kurz die Ruhe, die schönen Gespräche durchbrechen. Ich würde einfach gleich ein bisschen Gitarre spielen, hier noch ein kleines Lied. Ich kann nicht sehr gut singen, ich bin nicht hier der neue Freddie Quinn. Meine Stärke liegt eher darin, dass die Texte halbwegs okay sind. Darf es auch was Melancholisches, Schönes, Trauriges sein? Lieber was Lustiges? Okay, dann spiele ich ein Lied vor, ein lustiges Lied. Das geht aber auf Kosten von älteren Herrschaften, das Lied. Ich weiß nicht, geht hier jemand regelmäßig in die Sauna? Es gibt so richtige Saunapuristen, die gehen dreimal die Woche in die Sauna, da wird ein Buffet aufgebaut und gegessen. Und an so einem Tag war ich in der Sauna in Langwitz. Und dieses Lied ist nicht disrespektierlich gemeint. Ich habe es auch mit 30 geschrieben. Und hier ist die Geschichte, wie ich zum ersten Mal in die Sauna gehe. Letzte Woche Mittwochabend, ich wollte schwitzen und auch... Nee, falsch. Letzte Woche Mittwochabend, ich wollte schwitzen und auch baden. Und in Langwitz gibt's ein Schwimmbad, das sogar eine Sauna hat. 15 Euro muss man zahlen, um den ganzen Spaß zu haben. Aber was ein keiner sagt, Mittwochs ist Seniorentag. 15 Euro stolzer Preis, doch 90 Grad sind auch schön heiß. Ausgezogen in die Sauna rein, da höre ich schon die Rentner schreien. Sie schreien, Aufguss, Aufguss, gleich gibt's Aufguss. Aufguss, Aufguss, weil das sein muss. Aufguss, Aufguss, das ist gut. Der Dampf der Körper kocht das Blut. Ich frag noch Aufguss, hey, was soll das sein? Da kommt so ein Typ mit dem Eimer rein, kippt was über den Stein und bleibt stumm und wirbelt mit dem Handtuch rum. Mir wird übel, mir wird schlecht, das reicht mir. Ich will hier raus, echt. Der Typ meint, das geht nicht klar. Wenn Aufguss ist, bleiben alle da. In der Sauna down in Langwitz schwitzen sie, damit man schlank wird. Viele Falten und viele Bäuche, die Menschen haben seltsame Bräuche. Dankeschön. Eine Frage mal ganz kurz. Wer, das wollte ich unbedingt wissen, zu meiner Schulzeit musste man immer noch ein Gedicht auswendig lernen. Ja. Gibt es jemand, der noch ein Gedicht auswendig kann? Ein ganzes Gedicht? Nee, ne? Ja? Früher, da ich unerfahren und bescheidener war als heute, hatten meine höchste Achtung andere Leute. Später traf ich außer mir auf der Weide auch noch andere. Andere, weiß ich nicht mehr. Jetzt ist es weg. Eben war es so gut. Früher anderer Leute. Später traf ich außer mir auf der Weide noch andere Kälber. Und so schätze ich sozusagen erst mich selber. Sehr gut. Von wem? Ringelnatz? Ah, Wilhelm Busch. Sehr schön. Ich muss mal kurz fragen, wir machen eine kurze Pause. Sind Sie alle noch fit? Haben Sie noch alle ein bisschen? Oder werden Sie schon müde? Können Sie noch? Ich bin total. Ich muss sagen, mir macht es total Spaß. Super. Mir auch. Danke, dass Sie das mit mir machen. Wirklich. Ich bin oft zu laut. Ja. Meine Partnerin macht den schon immer so. Naja, es ist verständlich. Aber also jetzt haben Sie eine gute Lautstärke in Ihrer Stimme. Ja, ja. Ich habe noch nie geraucht.
Das sind die einfachen Weisheiten des Lebens. Lebe gesund, dann wirst du alt, wenn du Glück hast. Wenn du Glück hast, genau. Wenn du Glück hast. Mhm. Ja. Mich hat das alles, mich interessiert das tatsächlich gerade alles sehr. Mhm. Es ist eine Sache, wo mein bester Freund ist mit 29 Jahren gestorben. Mhm. An einem Herzklappenfehler. Und ich war 6 Jahre jünger, also bin immer noch 6 Jahre jünger als er in meiner Fantasie, wenn ich an ihn denke. Und ich denke sehr häufig an den. Immer noch, jetzt gerade verstärkt in den letzten 2, 3 Jahren ist das gekommen, weil ich so einen gewissen Erfolg in meinem Leben habe als Musiker. Der hat das nie mitbekommen. Der ist gestorben, bevor meine erste Platte rauskam. Und obwohl der tot ist, und ich habe über den Tod gerade noch nicht geredet, und das ist ja so eine Sache, es geht gar nicht um den eigenen Tod, sondern ich glaube, das Schlimmste ist im Alter werden, seine Freunde zu verlieren. Das ist schon richtig. Aber oft ist auch so Tod ein Tabuthema. Das haben wir auch hier lange gehabt, dass man einfach nicht drüber gesprochen hat. Ne? Ich weiß, dass das auch ein schweres Thema ist, aber darf ich das, meinen Sie, kann ich noch ansprechen? Das können Sie ruhig ansprechen. Verlust ist immer schlimm, auf jeden Fall. Ja. Aber 46, Sie sind noch jung. Das sagt man so. Ich sage mal eins, früher war das einfach, heute ist das, morgens schon geht es los, Arbeit, die Knöpfe zumachen vom Hemd, Strümpfe anziehen. Bei mir kommt ja immer eine Schwester. Hosen anziehen. Für alle anderen? Ja, ja. Das sind heute aber alles, es ist Schwerarbeit. Ja, ist es auch. Sind da haben wir immer davon. Wie schwierig das Anziehen morgens jetzt ist. Ja, das war früher normal. Man hat einfach gemacht. Heute, das ist die Zeit. Ja. Es ist so ein schweres Thema, ja. Was ich auch heute ansprechen muss. Ja. Meine Frage ist, kann man das sagen, wenn man das sagen kann, was ist das Schlimmste am Älterwerden? Wenn einem die Generation unter den Fingern wegstirbt, das ist deprimierend. Und wie geht man damit um? Was gibt es denn, wenn man jetzt, ich habe auch schon in meinem Leben einige Menschen verloren. Und es war jedes Mal ganz schrecklich. Ich finde, dass ich auch schon in jungen Jahren bin ich damit konfrontiert worden. Ich glaube, umso älter man ist, umso mehr kann man vielleicht das verstehen. Ja. Aber akzeptieren. Aber ich glaube, akzeptieren, ja. Ist es das Schwerste am Älterwerden? Ja. Herr Zielke? Bitte? Haben Sie mal einen besten Freund in Ihrem Leben gehabt, von dem Sie sagen? Ja, so habe ich gehabt. Aber der ist gestorben auch, ja, oder? Ja, ja, ja. Behält man Freundschaften im Alter sonst? Ja. Ja, 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 gerade. Ja. Ja, ja, ja. Doch, das tut. Haben Sie noch Freunde? Ja, na ja, 4 Mann da sitzen und die anderen 3 hier. Ach, das sind Ihre, Kollegen hier. Ja. Wir sitzen 4 Mann am Tisch, kommen wunderbar zurecht. Das ist nicht immer leicht. Und wir machen immer jeden Monat einmal einen Kümmelabend. Oh, wenn Im Kaminzimmer. Und wie viele Kümmel werden da getrunken? Nur 2, manchmal 3. Der ist aber nicht so, der hat ja nur 35%. Und den nächsten Tag sagen sie immer alle, Mr. Kümmel war gut, ich konnte gut schlafen. Ja. Kann man gut schlafen, oder? So ein Kümmel, der. Ja, nach dem Kümmel. Ihre Augen sind so, sie so verschmitzt, so niedlich, ja. Das eine Lied, das geht nicht richtig hoch. Wenn ich zum Augenarzt gehe, muss ich immer hier kommen und es hoch machen. Das geht von leider nicht hoch. Ist aber charmant. Wovon träumen Sie nachts? Darf ich mal kurz fragen? Haben Sie nachts Träume und wovon träumen Sie? Was für Träume, Herr Zielke? Ich habe keine Träume. Haben Sie keine? Keine Träume mehr. Ich rede nicht von Lebensträumen, sondern in der Nacht, wenn man schläft. Ja, da träume ich viel. Aber was ist Vergangenheit? Vergangen meistens. Meistens Vergangenheit, ja. Und manchmal, wie soll ich sagen, mit einem schlechten Ende irgendwie. Es sind einige Sachen im Leben, die vergisst man einfach nicht. Die kommen immer wieder. Und eigenartigerweise, will ich sagen, nicht immer die Guten drängen sich vor, auch die Schlechten drängen sich immer vor. Ich habe Tischler gelernt. Und dazu gehört auch manchmal Einsagen und Überführung. Ein junges Mädchen, 19 Jahre, die ist im Krankenhaus gestorben. Dann haben wir natürlich abgedeckt und schön sauber eingepackt. Das ist richtig schön eingebettet alles. Die Eltern waren eingeladen. Das war das letzte Mal, dass sie ihre Tochter sehen konnten. Und dieses Bild,
Die Frau kniet, kniet am Sarg und kammt der Tochter das Haar. Und dann steckt sie den Kamm unter das Kopfkissen. Und dann sind wir rein, haben den Sarg zugedeckt. Dieses Bild. Das werde ich nie los. Ja, schrecklich, ne? Ja. Mit dem Kissen und dem, mit der Mutter, das ist ja schrecklich. Ja, das ist das Leben. Ich glaube, wir stoßen trotzdem mal auf das Leben an, oder? Ja, das ist... War mal etwas anderes. Alles zum Guten. Ne? Prost. So. Kann noch einer hier mal Musik kurz anmachen? Warte mal, wo ist denn mein Handy hier? Das kann nicht sein, das hier. DJ war ich nämlich auch mal. Ist das laut? Ups. Da sitzt ja jemand auf meinem Platz gerade. Ja. Oh, ich mag sie gar nicht. Wer sind denn Sie überhaupt? Hallo. Wollte ihr Platz gerne wieder haben? Ich, ja. Wenn ich das haben, ja, wenn ich haben. Wer sind denn Sie überhaupt? Wie heißen ja. Sie? Darf ich mir Ihren. Ich bin Olli Schulz. Hallo. Darf ich Sie einmal. Can you hear me calling out your name? You know that I'm falling and I don't know what to say. Okay, jetzt komm. Speak a little louder. I'll even shout. Oh, okay. You know, das ist ein bengalisches Feuer. Ich mach das jetzt an. So. Das ist aber ein kleines, mickriges Feuer, oder? Ja, typische Schnapsidee von mir. Was machen wir denn jetzt noch? Jetzt gehen wir rauf. Jetzt gehen wir rauf? Ja. Einen Absacker trinken? Ja. Würden Sie denn mitkommen? Klar, selbstverständlich. Die dachte, anderen auch? Ich dachte, Sie fragen nie. Na, die anderen müssen wir dann wohl mitnehmen, oder? Machen wir. Und jetzt geht's los. 50 Jahre liegen zwischen uns. Doch in den letzten Stunden ist das egal geworden. Ich gehe noch mal mit. Ja, ein Getränk nehmen wir ja, noch, gut, oder? Dann gehen wir alle. Schon 23:30. So jung kommen wir nicht mehr zusammen, ne? Gehen wir alle. Frau Friedmann hat schon angekündigt, wir sind noch nicht fertig. Jetzt gibt's Eierlikör. Ab ins Partyzimmer. Soll ich eigentlich Schuhe ausziehen? Nein. Keine Schuhe ausziehen. Finde ich gut. Darf ich die Anlage mal benutzen hier? Alles, ja. Und machen Sie mir nichts machen. Ich bin. Ja. Ich kenne mich mit. Ja, Moment, ich muss auch überlegen, aber der Knopf. Ich weiß schon, ich weiß. Haben Sie da? Ja. Alles schon gut. Haben Sie was zum Einlegen? Oh, ja. Ich habe was da. Gucken Sie mal. Hallo, Elvis, die habe ich auch. Die das ist Ihre. Ach so, die haben Sie da rausgezupft, ja. Ich habe keine mitgebracht. Herr Zielke, was darf es für Sie sein? Den Clan da, ja. Den Clan? Ja, den da. Okay. Ich glaube, wenn ich das heute so sagen darf, ich, mit allen Höhen und Tiefen, die ich heute nur an einem Abend mitbekommen habe, haben Sie das alle ganz gut meistern können. Alter, das ist nichts für Feiglinge. Das stimmt. Ja, das war der Fuchsberger, ne? Ja. Sie bringen hier so ein bisschen den modernen Part rein, sehe ich schon. Sie haben sich informiert über mich im Internet, Sie haben iPads, Sie lesen E-Books. Ja. Sie sind eigentlich total up-to-date. Ja, und mein Partner, der gute Herr Hilbert, der ist aber ein ganz toller Technik-Freak. Er wird 85, sieht zwar nicht so aus, Sie haben ihn ja kurz gesehen. Hat er die Haare gefärbt oder sind die wirklich noch so? Die sind so. Wahnsinn. Der färbt doch nicht. Der sieht zwar aus, als sei er eitel, ist er aber nicht. Der sieht überhaupt nicht eitel aus, der sieht nur aus, als wenn er total... Eitel ist er auch. Der ist nicht eitel. Der hat Jacketts und alle Sachen über 20 Jahre. Ja, das macht ja nichts. Du musst das sind typische Frauengespräche. Dein neuer Freund ist doch eitel. Der ist nicht eitel, der sieht nur so aus. Wie ist denn Ihre Tochter eingestellt? Macht die sich schön? Die ist 10. Ja, und? Die macht sich einen Zopf, was kleine Mädchen machen, so eine Sache. Ja. Und ich bin auch froh, dass die sich noch nicht, die hat weder ein Handy, noch hat sie interessiert. Oh, das ist ja schön. Noch interessiert sie sich gerade für solche Internetsachen oder hat auch noch nicht irgendwelche Vorbilder, von denen ich denke, dass die fragwürdig sind. Sondern da kann ich wirklich sagen, da haben die Mama und ich beide unser Bestes getan bis jetzt. Und es ist ein
Das ist mein großes, das ist, kann ich nur von meiner Seite sagen, mein großes Lebenselixier. Das hört sich auch nach einer glücklichen Familie an. Und dann weiß man sich ja auch, wer der wirklich oder die Richtige ist, dass das auch hinhaut auf Dauer. Das haben Sie gewusst. Die Frau? Ja, von Anfang an gewusst, das ist die Richtige zum Heiraten. Ja, muss ich Sie leider enttäuschen, wir sind geschieden. Oh. Das hörte sich eben so. Das ist uns Alte ja auch so glücklich an. Und wieso man sich immer so schnell scheiden lässt? So schnell haben wir uns nicht scheiden lassen. Also überhaupt sich trennt. Also, ich meine, es gibt ja im Leben natürlich Differenzen. Mhm. Das ist zwar in der Ehe, das ist klar. Aber dass man sich immer gleich trennen muss, das begreifen wir alle immer nicht. Ja, da muss ich aber ganz ehrlich sagen. Da sind die Mutter des Kindes und ich uns beide einig, dass das eine gute Entscheidung war, dass wir uns getrennt haben. Und auch wenn es traurig klingt, kriegen wir das gut hin. Also das ist das Allerwichtigste, dass nicht ein Partner den anderen schlecht macht, um sich bei dem Kind praktisch... Nee. Ich glaube auch, dass es positive wie negative Aspekte gibt, was Trennung und zusammen... Ich kenne viele Paare, wo ich gedacht hätte früher, trennt euch doch bitte, weil diesen Streit vor den Kindern... Ja, das ist furchtbar. Sie müssen aber auch, dürfen auch nicht vergessen, dass die Frau damals abhängiger war. Ja, früher. Heute haben sie alle ja. ihre Berufe. Ne? Oder doch die meisten zumindest. Und die sehen das dann auch nicht ein, dass sie sich da nun so unterkriegen lassen. Viele sind ja auch in der Ehe geblieben, um verseucht zu bleiben. Absolut. Wie lange waren Sie verheiratet? 61 Jahre. Ach, 61 Jahre. Ja. Einfach 61. Ich war mit meiner Frau 45 Jahre, dann ist sie gestorben. Und jetzt habe ich eine Lebensgefährtin, mit der bin ich nun auch schon 22 Jahre. Wahnsinn. Wissen Sie was? Das Alter macht mir manchmal Angst, tatsächlich. Man kann sich nicht davon freimachen, dass man manchmal Angst hat im Leben vor Sachen. Wenn man vor allem, sage ich mal, lange Zeit wie ich in meinem Beruf in so einer schönen Blase leben kann. Sie haben mir heute auf alle Fälle ziemlich viel von dieser Angst genommen. Das sind ja tolle Worte, wenn ich das total geschafft habe. Und ich glaube auch, dass Angst nicht nur negativ zu betrachten ist, sondern auch oft schützt vor vielen Sachen oder auch oft einfach... Ja, das gehört auch dazu. Ja, aber ich gehe immer mehr vorwärts wie alles andere. Das auf alle Fälle, es ist auch ein Luxuszustand, wenn man immer nur hadert mit dem Leben und wenn man vergisst, wie schön es ist, am Leben zu sein und wie dankbar man sein kann. So. Und darauf erhebe ich jetzt nochmal mein Glas. Kennen Sie ein paar gute Trinksprüche? Ich kenne noch einen aus der Handwerkszeit von meinem Opa, einen Trinkspruch. Täglich geht die Sonne auf, täglich weicht die Nacht dem Licht. Alles siehst du immer wieder, nur verliehenes Werkzeug nicht. Ja. Das ist ja immer gesagt zum Trinken. Da ist was dran. Ja, das ist was dran. Oder das wärmste Jäckchen ist das Cognäckchen. Ja, gibt's auch noch. Auch gut. Auch gut, ne? Ja. Lieber Shakespeare als Shakespeare. Ich stoße noch einmal ganz kurz an. Ich habe den langen Abend, Sie müssen alle nicht, aber ich möchte noch einmal mit Ihnen anstoßen. Frau Stark, war mir eine große Freude. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ja. How does it feel when it's quiet and calm? And will I be hanging around on the edge of the world, finally no one around. Oh, would you help me? Herr Reimer. Machen Sie es gut. Das war's denn. Das war die Geschichte meines Abends. Erinnern Sie sich noch an die Vögel? Die sind von den verstorbenen Bewohnern dieses Hauses. Und die behalten ihren Platz. Denn sie sind ein Stück Erinnerung. Bunt und lebendig. Wunderbar. Ich hoffe, es hat Ihnen genauso gut gefallen wie mir, meine Damen und Herren.
Und wenn Sie vielleicht nicht genug haben können von den Geschichten eines Abends, dann gucken Sie doch einfach mal in die Mediathek oder ins Internet. Da haben wir eine ganze Sammlung dieser Reihe für Sie bereitgestellt. Also, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie weiter jung. Bleiben Sie uns gewogen. Und gute Nacht. Gute Nacht, Herr Törsch. Gute Nacht, Olli. Schlaf gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.